Also eine Sache kennt ihr mit Sicherheit auch. Manchmal passiert es einfach, wir weinen. Ob es jetzt banal ist, irgendwie beim Zwiebelschneiden oder bei irgendeinem traurigen Film oder sogar, wenn wir uns richtig krass freuen, ne? Also weinen gehört einfach total zum Menschsein dazu. Und ich wollte mal wissen, warum eigentlich? Zusammen mit meinem Team habe ich mir angeschaut, welche Funktionen haben Tränen denn eigentlich? Die unterschiedlichen Arten von Tränen, welche unterschiedlichen Arten von Tränen gibt es? Und warum weinen Frauen tatsächlich tendenziell häufiger als Männer? Es ist tatsächlich so, dass Tränen nicht nur befreiend sein können, sondern auch eine wichtige soziale Funktion haben. Aber mehr dazu schaut es euch am besten selber an, und zwar am 11. April um 19:30 Uhr, denn da gehen wir live mit einer neuen Folge von Terra Explore. Und ich bin dann auch im Chat mit dabei und bin sehr gespannt zu lesen, was ihr so denkt und welche Fragen ihr vielleicht habt. Also ich freue mich auf euch.